Matze, letztes Heimspiel in dieser Hinrunde hat leider nicht für einen Sieg gereicht. War vielleicht ein bisschen enttäuschend, vor allem aufgrund der Tatsache, weil man ja am Schluss gegen 10 Mann gespielt hat. Wie hast du es gesehen? Ja, absolut. Man muss ganz klar sagen, dass es enttäuschend ist für uns alle. Wir haben uns den Sieg vorgenommen. Die 3 Punkte wollen wir unbedingt hier lassen, aber ja, die erste Halbzeit müssen wir da 2, 3 Tore erzielen. Dann läuft das Spiel ganz anders, aber so ist es. Hätte, wenn, da, aber zählt es nicht. Zweite Halbzeit war insgesamt dann zu wenig, wie Sie schon sagten, gegen 10 Mann. Muss man einfach viel geduldiger spielen, keine zu verfrühten langen Bälle. Ja, da hat uns auch ein bisschen, ja, ist vielleicht ans Mittel irgendwo gefehlt, wie kommen wir durch gegen die 10 Mann. Ja, nichtsdestotrotz, die erste Halbzeit war gut. Ja, und darauf muss man aufbauen. Allerdings müssen wir da viel kaltschnäuziger werden, die Tore auch einfach machen. Dann läuft so ein Spiel ganz anders. Ja, ihr habt zu Beginn der Saison habt ihr eine ziemliche Hochphase gehabt. Jetzt ja nicht mehr so erfolgreich gewesen, vor allem auswärts. Was meinst du, seid ihr in einer leichten Krise? Och, Krise, glaube ich, müsste man sagen, wenn man Krise müsste man eigentlich sagen, wenn wir unten drin irgendwo stehen würden. Natürlich sind die Ergebnisse befriedigend für uns alle, aber auch die ersten 7 Spiele war einfach auch das Spielglück immer auf unserer Seite, das muss man ganz klar so sagen. Da waren auch Spiele dabei, die hätten ganz anders ausgehen können. Das haben wir eben jetzt nicht. Genau das ist auch der Punkt. Wenn man die erste Halbzeit hernimmt, die Chancen sind in diesen ersten 7 Spielen, wo wir dreifach gepunktet haben, sind die eben reingegangen. Jetzt gehen sie nicht mehr rein. Ja, das heißt einfach, sich wieder das Glück irgendwo zu erarbeiten. Das ist halt so im Fußball. Ja, und dann Kopf hoch und weitermachen. Alles andere, Mitleid oder weiß was ich was, das hilft dir eh nicht. Und ja, jetzt gilt es einfach weiterzumachen in den nächsten 2 Wochen noch. Und hoffentlich die volle Punktzahl aus den 2 Spielen rausholen. Was denkst du, was man jetzt in den nächsten 2 Wochen am ehesten anpacken müsste oder wie man da reingehen müsste konkret und zum anderen gegen den kommenden Gegner Bissingen, der ziemlich auch heimstark ist und eine sehr starke Abwehr hat? Was konkret man machen kann, ich finde, ein wichtiges Mittel ist immer einfach die Ruhe zu bewahren. Nicht irgendwo in Hektik zu verfallen, natürlich die Dinge klar ansprechen, weil sonst kommt man nicht weiter. Ja, ansonsten normal zu trainieren, gut zu trainieren, konzentriert zu trainieren und sich auch so eben wieder das Selbstvertrauen zu holen, durch Trainingsaktionen die Tore zu machen. Ja, und Gegner Bissingen, klar, ich kenne sie bisher noch nicht, das ist mein erstes Spiel gegen Bissingen. Habe aber auch nur Gutes auch gehört, spielstarke Mannschaft, gerade auch daheim. Ja, wird sicherlich eine schwere Aufgabe, aber da gilt es dann einfach, die 100% nochmal rauszuholen und ja, dort 3 Punkte zu holen. Matze, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche viel Erfolg. Dankeschön, gleichfalls.